Das interessiert mich schon. Was ist das? Oh, Met. Met. Met, 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 Met. Met, Met. Oder Wasser? Wasser? Nee, ich torkel. Es ist Met. Ah, ist dein Durst auch so groß? Schütte schneller runter als ich, dann gewinnst du. Ich hab gar nichts mehr. Na gut. Lass dein Silber sehen. Was wäre ein Trinkspiel ohne Wetteinsatz? Komm, mittlerer Einsatz. Nun, ich hab's jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Ah, trinken wir. Skål! 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 Du schwitzt ja! Easy! Ja, ich frage mich, ob das Spiel für Leute, die Klavier spielen, einfacher ist. Zu stark für dich. Weil die müssen ja mehrere Finger unabhängig voneinander, je nachdem, was angezeigt wird, drücken. Also für mich ist das jetzt nicht so einfach. Entschuldigung. Ich verliere hier noch, wenn das so weitergeht. War knapp, aber ich habe gewonnen. Holla, die Waldfee. Jetzt hätte ich gern noch gehört, was die anderen beiden sagen. Hätte ich tatsächlich auch. Also ich hätte gern zumindest die Auflösung gewusst. Ich fand es auch ein bisschen übertrieben, dass sie ihm gleich die Kehle durchschnitten hat. Sie hätte ihn zumindest so weit bringen können, dass er gesteht. Alter, ich sehe gar nichts. So. Aber. Und ich meine, aber. Wir haben jetzt einen großen Angriff zu führen. Und ich denke mal, Kapitel 5 steht da sogar schon. Wenn wir diesen Angriff gemacht haben. Gestikuliere jetzt so. Dann müssten wir sozusagen einen Verbündeten haben, hoffe ich mal. Das heißt, ich werde diese Quest auf jeden Fall noch machen. Und je nachdem, wie lange das da. Oh. Wie lange das dauert. Wir müssen wahrscheinlich das Kloster einnehmen. Werde ich danach dann auch für heute langsam Feier machen. Beziehungsweise mal sehen. Was? Ich habe eine Herausforderung. Weil Lust hätte ich zwar schon noch, aber ich brauche auf jeden Fall erstmal eine Pause. Ich muss mich ein bisschen bewegen, ein bisschen sitzen. Ein Schiff brauche ich. Und entweder mache ich eine längere Pause und spiele dann weiter. Oder ich mache tatsächlich eine komplette Pause, weil ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon bei 7 Stunden wieder. Sehen wir dann. Mal gucken, wie lange die Quest dauert. Vielleicht dauert sie auch so lange, dass die Sonne wieder aufgeht. Hä? Was sieht mich? War das schon wieder ein Wildschwein oder was? So. Das fällt mir gerade ein. Das Blöde ist, bei vielen Spielen, bei denen man sich aussuchen muss, eine Entscheidung zu treffen oder irgendwas, sind die Spiele heutzutage so drauf, dass jede Entscheidung falsch ist und du wirst am Ende immer gepoppt. Ich sag mal gepoppt. Du verratest jetzt den Hill und wird sich vor den verlorenen Seelen der Toten rechtfertigen müssen. Das war bei den Telltale Games immer so, bei Walking Dead oder so. Du rettest einen und die Welt geht trotzdem unter. Du rettest den anderen, die Welt geht immer noch unter. Findest du das nicht ein bisschen protzig? Soma. Eivor, du bist immer noch an meiner Seite. Das vergesse ich dir nie. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns Wigmunds Kopf.
Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Alles klar, das heißt, ich kann den Anfang mit Schleichen bewältigen. Das finde ich immer gut. Solange da kein Eiferer wieder vorbeigeschissen kommt. Und da sind tatsächlich 3 oder 4 goldene Zeichen. Wir gucken mal. Wir können schon mal, das sind die Vorräte. Und ich hätte jetzt... Oben auf dem Hügel. Ich kann ihn riechen. Das ich hoffe, ist schön. Er mag die Aussicht. Es ist das Letzte, was er je sehen wird. Und da ist ein Buch. Das, also die... Blitze zucken mir durchs Blut. Ich höre die Stimmen meiner abgeschlachteten Leute und sie rufen Wiegmunds Namen. Dieses Kloster wird er nicht lebend verlassen. Ich halt einfach die Klappe, die reden ja eh zwischen. Weißt du? Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Weißt du, ich mein? Kennt ihr das, wenn Leute immer so Anhängsel an ihre Reden hängen? So wie, weißt du, ich mein? Oder verstehst du, was ich sag? So eine Sache. Ich finde das sehr, sehr schnell, sehr, sehr nervig. Ich werde ihn bei lebendigem Leibe häuten. Vor allem, weißt du, wie ich mein? Mir in letzter Zeit zu häufig vorgekommen, deswegen... Ich weiß nicht, wie du meinst. Ich reiße ihm mit bloßen Zähnen die Kehle aus dem Hals. Ja, nun mach mal ruhig, Mädel. Oh, das sieht der andere, oder? Ich glaube, das war's mit Schleichen. Oh, nee. Ha, gut. Glück gehabt. Wie heißen die? Die Ordensbrüder machen nix. Der sieht gerade die Leiche. Du bist zu spät dran, Junge. Jetzt hauen sie ab. Okay. Aber sie wecken die anderen nicht. Die da hinten schlafen, das ist schon mal sehr gut. Ja, das ist wunderbar. Wie wär's, wenn du mal ruhig bist, bitte? Mönche, genau. Das Wort Mönche ist mir gerade tatsächlich nicht eingefallen. Das ist wieder so ein Wort, was mir auf der Zunge lag, aber einfach nicht korrekt raus wollte. Kann ich jetzt die Sache, die da drin ist, mit ihr so plündern? Da oben irgendwo, ne? Komm, Soma, du kannst doch bestimmt auch klettern, oder? Ich nehme das mal als Nein. Das ist bestimmt ein bisschen laut. Oh, der ist sogar in der Nähe hier, der junge Herr. Na, da ist er ja. Dann will ich ihn noch nicht. Dann mache ich erst die anderen Sachen. Mal wieder richtig schleichen hier. Das ist hier vor viel zu kurz gekommen. Wir wurden immer irgendwie entdeckt oder auf andere Art und Weise in einen Kampf gezwungen. Dann müssen wir das hier mal wieder richtig machen. Aber da komme ich doch so rein, oder? Wenn ich das jetzt kaputt mache, dann pennen die da immer noch. Das ist wunderbar. Aber ich komme trotzdem nicht rein, da ist ein Gitter. Shit, das hat ja gar nichts gebracht. Muss ich echt komplett durch dieses ganze Kloster rennen, um da hinzukommen? Das wäre jetzt nicht so geil. Auf. Warte, doch. Das geht, ne? Ich will ihn nicht tragen, ich will aufbrechen. Kollege, du legst im Weg. Hier. Lauter Schätze, aber ich brauche Hilfe. Hey, ich habe doch eine Kollegin. Wo ist die denn jetzt? Also, jetzt mal ernsthaft, wo ist die? Hm.
Okay, dann plündern wir halt, nachdem wir hier alle umgebracht haben, wenn es nicht anders geht. Nimmst du mal deinem Arsch aus dem Bild? Was ist denn hier los? Na. So. Vielleicht könnte ich da reinkommen. Also noch blinder kann man ja wohl nicht sein. Das ist ja unfassbar. Gedrückt. Oh, tschüss. Ich habe F gedrückt. Aber es dürfte noch keine Anzeichen von Ärger geben, was oder? Siehst du? Bisher läuft eigentlich alles ganz gut. Obwohl ich nicht weiß, wo Soma hin ist. Die hat wahrscheinlich hier den Wigmund gehört und ist seitdem da am Rumgammeln und hat keinen Bock mehr weiterzumachen. Obwohl sie hier halt helfen könnte. Hier, könntest du helfen, Fräulein? Das ist okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der guckt sogar her. Das heißt, wenn ich hier rüber gehe, sieht er mich bestimmt. Über mir ist das Buch, ne? Ne, unter mir. Okay. Ach, guck mal, da war unsere Freundin. Da unten. Absolut nicht hilfreich, aber gut. Manche schwören ja drauf, bei Gott und dem Heiligen. Ich lasse das kalt. Ich muss noch regelmäßig ordentlich reihen. Los, ich brauche hier Hilfe. Ach, da hilft sie jetzt plötzlich? Ich habe leider nichts mehr zu trinken hier. Was soll ich dazu sagen? Dann machen wir halt erst den anderen Scheiß und plündern dann. Komme ich hier so überhaupt rein? Ich gehe mal davon aus, dass wenn hier so ein Heuhaufen ist, dass da oben auch ein Aussichtspunkt ist, oder? Könnte man ja meinen. Aber er wird mir zumindest nicht angezeigt. Wird mir nicht angezeigt, aber ich wette, später wird ein Aussichtspunkt da sein. Ich glaube, ich muss tatsächlich jetzt anfangen zu massakrieren. Ich würde das gerne sein lassen. Ich würde die jetzt gerne... Ah, okay. Geht vielleicht doch. Im Still und Heimlichen würde ich ihn gerne umbringen. Das wollte ich gerade sagen. Halt so richtig Assassin's Creed-like wieder. Da ist er. Aus euren Köpfen verbannen! Zu kämpfen doch für mich! Sterbt für mich! Sterbt für
tötet man aber nicht den Aufopferung. Ihr Leben für deines. Ist das das, was du willst? Ihre Leben. Kein Land, kein Reichtum. Aber mein Name, den Mann. Der Ruhm eines guten Menschen stirbt nie. Doch dein Name taugt bald nur noch zum Fluch. So sei es. Zu Lebzeiten verlieh mir mein Reichtum. Dem Tode mit meinem Namen zu fluchen, verleiht mir nur noch mehr. Mag ich auch sterben. Mein Orden lebt woanders weiter, überall. Fügt euch! Gebt uns, was uns zusteht. Den Handel, den Reichtum, das Vermächtnis, alles! Fügt euch, fügt euch, fügt euch! Falls es eure Hölle wirklich gibt, freut es mich, dass du sie bald sehen wirst. Das war jetzt recht unspektakulär. Hat keiner mitbekommen. Wenn ich jetzt Batman wäre, würde ich und nach oben. Aber ich bin leider nicht Batman. Aber ich muss mit der... Wir sollten zum Lager zurück, ehe ich mich vergesse und hier alles niederbrenne. In Zukunft muss ich mich in Acht nehmen. Häuser können neu gebaut und Felder neu bestellt werden. Aber Vertrauen wiederherzustellen dauert länger. Dafür hast du in mir und meinem Clan neue Verbündete, Soma. Das Ende des Sturms ist schon in Sicht. Das stimmt. Ich weiß, dass du recht hast, nur... Es ist schwer, dieses Ende zu sehen, wenn man noch im Auge des Sturms steht. Okay, aber jetzt übrigens. Folgt mir nach! Heute nähren wir die Rache! Was ist mit der Sicht los gewesen gerade? Na komm. Ab jetzt, Homus. Naja, ist dir mal aufgefallen, dass Odin und er sich ziemlich ähnlich sind? Ja, nicht nur das. Ich glaube sogar, die haben dieselbe Stimme. Das kann natürlich Zufall sein, aber das glaube ich ja nicht. Kann sein, dass es da noch einen Hintergrund gibt, warum er so aussieht. Das hat halt meistens dann wahrscheinlich mit dem Animus zu tun. Aber ich bin gespannt. Wie gesagt, die Hauptstory hat halt schon ein paar gute Dinge dabei. Aber die Nebenstory ist halt auch. Ja, wie viele Leute denn noch? Quatsch nicht, komm her und helf. Was ist mit dir? Mann! Ich brauche Hilfe! Ich krieg die Dinge hier nicht auf. Ja, danke. Danke, Spiel. Haben die sich gerade Brofist gegeben? Leute, helft mir doch mal. Ich brauche hier mal Hilfe. Geht nicht. Kleiner, feiner Ort. Ich hau dir ins Gesicht. Hä? Oh, guck mal, Duck ist wieder da. Vielleicht müssen wir jetzt alle umhauen. Obwohl das ja Quatsch ist. Und tschüss. Ich finde es auch immer schön, wie die Soldaten einfach zugucken, wie ihre Kollegen aufgespießt werden. So, haben wir es denn jetzt langsam? Ich würde gerne die Truhe da hinten öffnen.
haut ab. Zum Glück sind wir hier nicht in Asien. Stell dir mal vor, wir hätten hier so ein Kloster überfallen, denn so eine Kampfmönche. Ich meine, die Mönche sind dick und hauen ab. Aber jetzt so ein... Ich weiß ja nicht, so im Himalaya so ein Kloster überfallen. Da hätten wir ja noch schwere Ninja-Action gehabt. Ninja-Action. Sind die Erzfeinde der Turtles. So, kriegen wir die Tür denn auf jetzt, hm? Hey, ich schaffe das nicht allein. Wie er sich auch mit dem Rücken zu mir dreht. Voll Bock. Oh, das wäre auch gegangen. Entschuldigung, dann... Komm. Kriegen wir das wenigstens auf. Das geht auf. Wunderbar. Da ist noch was zum Lesen. Bleibt dem Sumpf fern. Sie lauert im Sumpf. Eine grausige, entsetzliche Gestalt. Sie zu stören heißt, einen Dämon zu wecken. Und zwar die Art, die deine Seele verschlingt. Haltet euch fern. Haltet euch fern. Ich komme nicht weiter. So. Gut, wir gehen also als nächstes in den Sumpf und besorgen uns einen Dämon. Kann ich mal kurz V. Ich habe jetzt genau mein Mikrofon vor meiner Tastatur. Das ist natürlich doof. Dadurch sehe ich nicht, was ich drücke. Deswegen gucke ich immer so komisch. Christian alleine? Oh Gott. Ich helfe dir mal. Bitteschön. So, wir brauchen jetzt aber noch... Ich muss da immer noch runter und ich muss hier immer noch die... Alter, zünd doch nicht alles an. Und ich muss hier immer noch die Sachen holen, wollte ich eigentlich sagen. Ach, hier kommt man nur von innen rein. Jetzt... Aber jetzt brennt die Hütte, ich... Der hat hier angezündet. Ich muss da noch rein. Oh, ich brenne. Ja, ist mir klar. Mach da aus. Wie mach ich das aus? Ich weiß nicht, wie ich das ausmache. Wie komme ich da jetzt rein? Guck mal, da unten ist noch was. Da. Ich muss da rein. Nein, aus! Scheiße! Ich würde ja hier reingehen, aber es geht ja nicht. Irgendwer prügelt sich hier noch. Ach Soma, was ist denn los mit dir? Okay, wenn ich so nicht reinkomme, dann komme ich wahrscheinlich von unten rein. Das heißt, ich nehme einfach das nächste. Halt, und ich nehme Bären mit. Brauche was zu essen. Ich wurde eben mehr als einmal in Brand gesteckt. Jetzt muss ich nur gucken, ob der Kollege jetzt mittlerweile bugfrei ist. Ich glaube ja. Ich glaube, es geht. Wunderbar. Und der, ist der jetzt verletzt oder braucht er Hilfe? Wie ist der da reingekommen? Der ist da drinne. Ich bin gerade ein wenig stiller. Hat, glaube ich, auch mit der Dauer des Streams schon zu tun. Aber ich versuche immer noch ein wenig
ein, zwei Kommentare sozusagen aus mir herauszukitzeln. Ist aber nicht ganz so einfach wie am Anfang. Okay, ich sehe schon wieder gar nichts. Ich gucke einfach bei euch auf dem Bildschirm. Tür verriegelt. Amors. Guck mal, hier ist das Buch. Das habe ich schon gedacht. Sturz der Valkyria. Was ist denn das Schickes? Au! Ich sitze hier schwer zu lange. So, zeig doch mal her hier. Also mal so eine allgemeine Frage. Ob das Video ein wenig zu schnell läuft? Ob vielleicht alle Videos gerade zu schnell... Was ist denn jetzt los? Ich steige in die Luft auf und schmettere auf deinen Gegner herab. Ich weiß gar nicht, was ich dafür wegmachen soll. Das hier. Das ist erstmal Blödsinn. Zurzeit noch. Ja, das mit den Videos ist ja so eine Sache. Hinten durch das Fenster, sagst du? Ich habe da gar kein Fenster gesehen. Außer das, wo Gitter vor waren. Muss ich mal kurz gucken. Ja, da muss ich rein, in das Gebäude da. Meinst du, da passe ich durch? Also meinst du überhaupt das? Also ich hätte ja gesagt, er passt durch, aber... Achso, okay, du meinst das mit dem Gitter. Ich hätte jetzt gesagt, er ist da irgendwie von innen rein. Also dass da so ein Gang ist. Warte mal. Den haben wir benutzt hier. Zweimal Musik ist ja auch nicht passend. Alter, warum er mich immer nach hinten... Wie Spiel, warum machst du das? So. Das Problem ist, bis ich das Ding habe, ist der Beutelzug ja nicht vorbei. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt, ich habe die Tür einfach voll übersehen. Da stand gerade Duck hinter mir, ne? Ich wollte gerade sagen, irgendwer wird mir doch wohl helfen. Ich frage mich dann noch, wie ist der hier reingekommen? Hier sind noch alle Türen offen. Lebt der hier drin? Hat er sich gerade beim Angriff umgezogen und sich unserer Sache angeschlossen? Egal. Damit wäre dieser Raubzug auch... Oh, und guck mal, wir haben bis auf 4 jetzt schon alles nebenbei gemacht. Das ist doch mal was. Ja, und ich meinte das da mit dem Gitter. Da hing ich vorhin dran. Aber wir haben es ja gefunden. Und wir beenden jetzt sozusagen die Questreihe. Zumindest glaube ich das. Durch die wir unseren ersten Verbündeten bekommen. Und zwar den Clan von Soma. Ich weiß gar nicht. Wie heißen die? Von Gintrabrück. Der Klosterjunge hat Angst vor mir. Eivor, du warst mein Licht in der Dunkelheit. Galen zu entlarven, seinen Verrat bloßzustellen. Hat wie ein stiller Schrecken Besitz von mir ergriffen.
Ein solcher Verrat ist schon eine Art von Tod. Garlen hat sich selbst getötet. Das stimmt. Und ich fühle mich erleichtert. Eine Last wurde mir genommen. Doch mein Herz bleibt verletzt zurück. Ach, wo wir gerade sprechen, Eivor, fällt mir ein, das hier ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst. Ja, als Konasoma. Ich danke dir zutiefst. Und es gibt noch etwas. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Auf bald, Eivor vom Raben-Clan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Grantabrück wieder. Grantabrück, genau. Ja, stimmt, die Stadt, also Clan von Soma, aber sie ist ja eigentlich nur die Stellvertreterin von Gundrun, oder wie heißt es? Gundruck. Eivor! Oh Gott. Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränge. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Naturgewalt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Grantabrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Ach, bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräven. Und der ganze schmuddelige Charme ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Für sie sind Grantabrück und die Menschen darin das Wichtigste. Das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt. Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir, in deinem Clan. Du willst im Raben-Clan leben? Und mit euch segeln und plündern, wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an. Wer würde das nicht? Du bist herzlich willkommen, Dränger. Die Frau ist super. Ein Balsam für meine Ohren. Meine Taschen sind schon gepackt. Zum Glück haben wir sie nicht verdächtigt. Eine Insel der Aale. Ja. Sogar mit Fertigkeitspunkt noch. Die packen wir noch irgendwo rein. Muss ich mal gucken, ich war irgendwo hier unten unterwegs, ne? Wollte ich hier hin? Wo wollte ich hin? Genau, automatisch plündern wollte ich haben. Oder? Ja. Dann leichter Schaden und Weg des Raben. Und hier gibt es noch ein paar milde Gaben. Ja, ich bin hier. So. Ich spare mir das mal auf. Ich will den hier und den hier. Die beiden will ich aufskillen. Aber zum Abschluss gehen wir nochmal nach Hause. So. Und danach werde ich dann auch langsam die Segel streichen für heute. Was haben wir? Ja, 7,5 Stunden etwa. Kommt hin. Ich gucke mal, ob ich bis zum nächsten Stream, wie gesagt, mal sehen, ob ich morgen die Muße finde. Oder ob ich an der anderen Sache arbeite, die ich noch habe nebenbei. Auf jeden Fall werde ich die Woche definitiv noch... Mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Wir bringen ihr die frohe Kunde, aber nicht mal heute. Und beim nächsten Mal werde ich dann alles einsammeln, was man so finden kann. Das heißt... Hier. Vielleicht wird das nur so ein 2-3-Stunden-Stream, aber gucken. Gut, bis dahin. Bevor ich hier wieder in heilloses Geschwafel verfalle, speichern wir mal. Und ich gehe in den Dog-Bildschirm. Ich habe den gerade nicht gesehen.